So, willkommen zu einem neuen Let's Play von Scrova. Diesmal spielen wir Bioshock Infinite. Ich habe es schon gespielt, deswegen ist es kein Blind Let's Play. Aber wir werden es nochmal von vorne durchspielen. Ja, ich möchte wirklich fortfahren. Wir nehmen mal normal. Naja, und los geht's. Ich spiele übrigens nicht auf höchster Grafik, das schafft mein Laptop leider nicht. Aber die Grafik sollte doch durchaus überzeugend sein. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Grenzen der Trans dimensionalen Reise. Interessant. Die Küste von Maine. Willst du einfach bloß 1912. rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen. Rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles Was alleine ist das? Mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich nicht. Komische Leute. Hier wären wir. So, da ist wieder Eingang von Rapture City. Bioshock gibt es ja mittlerweile 3 Teile. Gehen wir uns mal um. Schick, 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 schick. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Steigen wir mal auf die Leute. Vermutlich schon. Ich mach ja schon. Bin ja gerade erst angekommen. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Komm, schon. Hey, wartet hier jemand auf mich? Ja. Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Und dann haben wir schon gleich ein paar Silberegel. Das scheint die Währung zu sein. Das wird auch sich bei Momenten versehen. Ich meine, wir wissen alle, dass es da reingeht, aber wir schauen noch mal uns ein bisschen. Wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Schau. Da glitzert was. Silberegel. Fast durch so viel. Mehr Dollar. Eine Dose Bohnen. Schick, schick. David, bring us the girl and wipe all. Wipe away the dead. This is your last chance. Okay, wir sollen das Geld bringen. Und unsere Schuld damit erlösen. Das ist unsere letzte Chance. Das Blut auf dem Blatt. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Auf Distance, shall I wash tea? From Sodom, shall I lead tea? Der hat schlechte Manieren, der lässt einfach die Tür offen. Können wir nicht mehr zumachen. Silver Dollar. Angucken das. Hm. Schüssel. Viel Glück damit, Kumpel. Also wirklich gewaschen haben wir uns jetzt nicht. Aber ich fühle mich. Ist jemand da?
Hallo? Anscheinend, den können wir durchsuchen. Aha. Ein Telefon. Interessante Karte. C. C hat eine Nachricht hinterlassen. Columbia. Ist wohl eine Art Flugroute. Telefonieren wir mal. Die Leitung. Sie war tot. Das gibt's doch nicht. Portemonnaie. Hallo. Da haben wir schon mal ein bisschen Geld zusammen. Kaffee. Haferflocken. Und Wasser. Interessant. Machen wir einfach wieder zu. Ist noch nichts. Hier scheint es aber ein bisschen Ärger gegeben zu haben. Gehen wir mal weiter. Da hängt auch Blut dran. Warum ist hier überall Blut? Blut. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, das hätte ich schöner nicht sagen können. Aber er kann ja nicht lange weg sein. Zigarette ist noch da. Und sie ist noch da. Auch nichts Interessantes. Eine Büste, für Bücher. So weit weg von der Küste sind wir gar nicht. Entschuldigung. Eine Birne. Neue Eden. Schon sind wir wieder draußen. Ein paar Glocken. Die Zeichen haben wir eben schon gesehen. In der Kiste. Und da glitzert's. Ding, 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 ding. Ich höre die Kassen klingen. Also dann. Sollten wir mal die Glocken läuten. Moment mal, diese Karte. Ja, da haben wir's. Einmal, zweimal, dreimal. Hm. Wow. Was in aller Welt? Okay, ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Also mal ganz ehrlich, ich würde mich da jetzt eigentlich nicht reinsetzen. Ich würde mich jetzt eher umdrehen und würde wieder zurückfahren. Aber das geht anscheinend doch gar nicht. Das ist hier hochgeklappt. Es geht nur noch so weiter. Naja, dann setzen wir uns mal hin. Das kann schon passieren. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Boote dienen nur der Sicherheit. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Vor allem hat der Typ auch kein Genick mehr. Er kann sich einfach im Kreis drehen. Das ist nichts Gutes.
Verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja! What the fuck? Was? Aber wie immer sehr, sehr, sehr schick gemacht. Ich mag dieses Postapokalyptische. Es hat schon echt was. Vater Comstock, unser Prophet. Es lebt. Why would he send his survivor unto us? If we will not raise a finger for our own salvation, then thought we deserved not his mercy. He has led us to this new Eden, the last chance for redemption. Warum sollte uns er den Erlöser schicken? Ah, den Rest hab ich schon wieder vergessen. Ihr könnt das Video anhalten und könnt es schön im Google-Übersetzer eintippen. Krasser Scheiß. Sieht interessant aus, sehr interessant. Warum man natürlich hier jetzt alles irgendwie über den Wolken unter Wasser setzt und wie man das macht, das ist eine Frage, die uns die Spieleentwickler erklären können. Der Spross des Propheten. The Seed of the Prophet. The Prophet, also der Prophet, der kommt uns irgendwie bekannt vor. Interessantes Deckenmosaik. Ach ja, alles vollgelaufen mit Wasser. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Okay. Komm. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Das stimmt, Baron, Freund. Das stimmt. Nichts, wir brennen nur Kerzen. Das Lamm. Die Zukunftsorange unserer Stadt. Scheint verschwunden zu sein, aber das guckt ja keiner. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts mehr. Doch, ein bisschen. Ja, ja, egal. Die hängen auf tief. Kann ich mir den Kopf dran stoßen? Folgen wir mal dem Blümchen. Einfach nur geil gemacht. Endgeil.
in meiner Frau soll der Saat des Propheten wachsen. Konfession. Die Kollekte für die armen Menschen. Womit bin ich hier oder arm? Ist das nicht falsch rum? Ja, Tatsache. Ja, wobei, vielleicht ist es ja ein Gebetsbuch und kein Vorlese-Redebuch. Dings ist Box. Boxophon. Mit J abspielen. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Na, da stellt sich jemand sehr gefährliche Fragen, habe ich das Gefühl. Tasche. So. Ja, können wir mal bei unserem neuen Kumpel vorbei. Moin! Na, alles fit? Schicke Klamotten, die du da trägst. Ist das jetzt in? Nicht so gesprächig. Moment. Hier war nicht so weit da. Das Schwert. Gladium. Der Schlüssel. Klavem. Kann sein, dass ich das sehr falsch ausspreche, aber egal. Volumen. Mhm. Volumen ist wohl das Pergament. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet, ich hätte besser was zu tun, als dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht, aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, aber nicht die Vox Populi vertrieben, es wäre genug gewesen. Also das heißt, hätte er nichts gemacht, wäre es genug gewesen. This path of forgiveness is the only way to the city. Na, dann nehmen wir mal den einzigsten Weg zur Stadt. Ist das ein neuer? Aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unseren Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Hey, ich will einfach nur hier durch. Nur zu, Bruder. Meint ihr wirklich? Halleluja! Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Sieht ja echt schon schick aus. Ich bin hinter mich. Komm und werde geläutert! Halleluja! Ah, nein, komm. Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Das ist normal, dass man nach dem Taufen so hechelt. Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Das
ist jetzt los? Wer ist da? Ach, wir haben das alles nur geträumt. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Oder träume ich das jetzt? Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Ach, das ist bevor wir nach Columbia kamen. Und ich bin anscheinend DeWitt. Kein Wunder. Ich habe zu viel gesoffen. Ich habe mal für die Polizei gearbeitet. Ich habe geraucht. Ja, Alkohol und Spielsucht. Kein Wunder, dass ich Schulden habe. Schön rauchen. Ich mach doch schon auf. Oh, was ist da los? Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Oder Franklin vs. Washington vs. Jefferson. Alle anderen Nationen erheben sollen. Vater Jefferson erhielt eine Rolle, auf das Edensgesetze es über alle anderen Nationen erheben sollen. Ja. Und so erneuern wir jedes Jahr unser Bekenntnis zu den Gründern und dem Propheten Vater Comstock. Bekennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock. Auf das wir auf dem Pfad des Propheten wandeln. Amen. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. So was Schlaues zu sagen. Die Leute sehen sich alle sehr, sehr, sehr ähnlich. Das sieht doch aus wie einer von diesen Kerlen hier. Und das sieht genauso aus wie der andere Typ. Naja. Mit. Mit Charaktermodellen hatte es Bioshock eh noch nie. Da steht dasselbe. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln, behüte mich und gib mir Kraft. Okay. Schütze meinen Geist vor Furcht und Zweifel, auf dass ich allen Eindringlingen standhalte. Vater Washington, erhöre mich. Okay. Sind wir im Tempel gelandet. Bild an Tugend, ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir und lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein in der Dunkelheit. Vater Jefferson, erhöre mich. Aber entscheiden können sie sich nicht wirklich. Und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Und der Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Auch die sehen gleich aus. Dass es weder Zufall gibt, noch Glück, nur Vorsehung. Und dass du schauest, ihr göttliches Wirken, erkennest das Überirdische. Deine Inspiration und Imagination übersteigen bloße Wissenschaft und öffnen uns die Augen für das Mysterium. Vater Franklin, erhöre mich. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. So, recht hat er da recht. Was ist denn jetzt hier los? Nice. Schick, 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 wie immer. Da ist er wieder, der Prophet. Mit seinem Krakenbart. Krakenbart. Ich darf
Oh nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Das ist doch da. Ja, wobei, das ist etwas nicht rechtzeitig andocken. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Jetzt wegbewegen. Das wäre ja auch ähnlich. Na, gehöre ich jetzt auch zum Gesindel, nur weil ich den Bildhand durchsucht habe. So. Morgen, freut mich sehr. Morgen. Ich hätte gerne ein Rootbier. Ein Rootbier. Ich kriege kein Rootbier. Leisten könnte ich es mir. Dann tue ich es nicht. Und das interessiert ihn einfach nicht. Finde ich gut. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Was ist denn für eine Feier? Ja, du kannst ganz toll mit der Zeitung reden, Kleiner. Alle in Columbia feiern. Was feiern wir denn? Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Ach du heilige Scheiße. Mögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche, nur Pflichten. Ich sag dir, Salton Stall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Ja, ja. Wenn ich jetzt darüber gehe, nicht, dass sich das hier trennt. Ja. Da glitzert's. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere, launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage ihm, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Dass er müde sei. Dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Sie. Mhm. Sind Sie bald fertig da unten? Ja, Sir. Interessanter Kerl. Oh, sofort. Sorry, hey, kommst du? Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? The tower protects the lamp from the false shepherd. Der Turm beschützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Ja, Latein. Wer mag schon Latein?
Okay, über die Brüstung springen sollten wir nicht. Ist mir einfach mal so ein ganzes Leib Käse. Zum Frühstück. Ah. Also da um die Ecke klettern kann man anscheinend nicht. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es nicht so schlimm ist, wenn wir runterfallen. Weil dann kommen wir gleich wieder nach oben. Yay. Guten Tag, Bürger. Sie sehen fit aus. Ja, danke schön. Ja. Das sind arme Kinder hier. Die haben dann Hydranten zum Spielen. Das ist nicht so wie bei uns hier, ne? Ja. Elektrisches Pferd. Dankeschön. Zack, zack. Wofür auch immer wir das brauchen. Die Tonne ist leer. Die sitzt da. Und die sitzt da. Und es ist trotzdem dieselbe Person. Eins, was sich ändert, ist das Kleid. Sag mal, wie tief es da runter geht. Also ab einer bestimmten Höhe ist das Leben ja eigentlich nicht mehr so einfach. Columbia Jahrmarkt und Verlosung. Aha. Columbia Jahrmarkt. Da wissen wir, was die heute feiern. An so einem Tag zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Man verpasst immer etwas. Darum gehen wir zur Verlosung. Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl. Mhm. Gibt's noch dazu gewinnen durch diese Verlosung? Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Hm. Na klar. Und mit einem Moment. Alles gut. Was? Was leer? Hier war doch gerade irgendwas. Apfel essen. Noch ein Apfel. Noch ein Apfel. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Hallo. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter. Auf guten Glauben. Und nun wieder Musik. Aha. Nehmen wir mit. Nicht so, ne? So, das ist für, also für den Laden ist es ziemlich dunkel hier drin. Okay, noch eine Salze, also kannst du mir nur bloß Gesundheit geben. Oh. Banane essen. Fein. Kuchen essen. Kuchen essen. Ja. Wer ist dieses Mädchen? Der falsche Hirte. Sie ist only to lead our lamb astray. Aha, aha, aha.
Beware the false shepherd. Falsche Hürde will unser Lamm. Wer ist der falsche Hürde? Ist er es? Ist er es? Oder er? Bist du es? Nur unsere Wachsamkeit schützt das Lamm vor den falschen Hürden. Ende. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterkommen. Columbia's Gayest Quartett. Das heißt übrigens nicht schwulstes Quartett, sondern bestes oder fröhlichstes Quartett. Das ist etwas älteres Englisch. Da hatte Gay noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ja. Da es sich jetzt eh aufgehangen hat, würde ich sagen, war das der erste Part. Bis zum zweiten Part. Macht's gut, Leute.